Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Schnell oder Einfach. In der Folge 20 heute schauen wir uns mal an, wie man in Minecraft Katzen findet, wie man sie zähmen kann und auch wie man sie vermehren kann. Und damit wünsche ich euch viel Spaß. Das Zähmen von Katzen funktioniert sehr ähnlich wie das Zähmen von Wölfen. Um das Zähmen von Wölfen ging es im letzten Video, falls euch das interessiert. Das ist in der Beschreibung verlinkt. Und ja, der erste Schritt ist erstmal, dass ihr streunende Katzen findet und diese spawnen nur in Dörfern und in Sumpfhütten, wobei hier ganz spannend ist, dass in Sumpfhütten eben vor allem schwarze Katzen oder eigentlich nur schwarze Katzen spawnen. Das ist so ein bisschen angelehnt daran, dass ja schwarze Katzen anscheinend Pech bringen und immer mit Hexen rumlaufen und deswegen halt in Sumpfhütten, wo es auch die Hexen gibt, spawnen dann eben schwarze Katzen und die anderen Katzen, wie gesagt, immer in Dörfern und dort kann halt jede verschiedene Art der Katze auch spawnen. Das bedeutet, am besten sucht ihr euch jetzt mal direkt ein Dorf. Dazu habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Was ihr allerdings auch machen könnt, ist euch selber einfach ein Dorf bauen mit Dorfbewohnern. Denn ab einer bestimmten Anzahl von Dorfbewohnern spawnen dann auch die Katzen ganz automatisch. Und dementsprechend könnt ihr so auch eine Katzenfarm theoretisch bauen. Das wäre eigentlich auch mal eine coole Videoidee. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das finden würdet. Mache ich vielleicht mal irgendwann. Naja, wenn ihr jetzt auf jeden Fall eine Katze gefunden habt, die euch gefällt, dann müsst ihr ähnlich wie bei den Hunden auch einfach mit Fischen ankommen und versuchen sie zu füttern und zu bestechen quasi, bis sie euch mögen. Und dann habt ihr sie gezähmt. Das werdet ihr daran erkennen, dass so Herzpartikel auftauchen, wenn ihr sie halt mit genügend Fischen gefüttert habt. Das funktioniert übrigens nicht mit gebratenen Fischen und auch nicht mit diesen Kugelfischen, sondern eben nur mit den ganz normalen rohen Fischen quasi, die man sich auch angeln kann. Wenn ihr jetzt schon gezähmte Katzen noch weiter füttert mit Fischen, dann könnt ihr sie so zum einen heilen und zum anderen sorgt das auch dafür, dass sie in Paarungsbereitschaft kommen und dann eben eine Babykatze entsteht, wenn ihr eben zwei Katzen halt gleichzeitig füttert und die gleichzeitig dann paarungsbereit sind. Dann kommt eine Babykatze und diese Babykatze ist auch direkt schon gezähmt. Das bedeutet, die müsst ihr auch nicht nochmal extra mit Fischen füttern oder sowas, sondern die habt ihr quasi direkt unter eurer Kontrolle, wenn man so sagen möchte. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Varianten von Katzen in Minecraft, also verschiedene Fellfarben und verschiedene Augenfarben. Die könnt ihr hier nun einmal sehen und lustig ist, dass eine Katze zum Beispiel davon der Katze Jelly nachempfunden ist und das ist die Katze von einem YouTuber, nämlich Good Times with Scar, der macht auch Minecraft-Videos und da gab es wohl mal so einen Contest, wo Minecraft oder Mojang oder Microsoft gefragt hat, welche Katzenfarben quasi noch im Spiel fehlen und da hat er eben seine Katze gezeigt und dann wurden irgendwie so Abstimmungen gemacht und da hat er dann eben unter anderem gewonnen. Und eine andere Katze ist der Katze Newton nachempfunden. Das war eine Katze, die dem Entwickler Jabmal gehört hat und die hat er so auch in dem Spiel verewigt. Und an der Stelle noch ein kleiner Nachtrag, denn falls ihr in einer Version spielt, die älter ist als die 1.14 Version, dann funktioniert das Zähmen noch anders. Und zwar müsst ihr da nämlich in den Dschungel laufen, dort sind nämlich die wilden Katzen oder diese Ocelots zu finden und die müsst ihr dann in dem Fall mit Fischen zähmen und so bekommt ihr dann Hauskatzen. Das hat sich in der 1.14 Version halt geändert. Und seitdem spawnen halt die Katzen in Dörfern und vorher war es halt wie gesagt anders. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt und das Video hilfreich fandet, könnt ihr gerne Hashtag Katze in die Kommentare schreiben. Und falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Ich beantworte da so das meiste, was ich sehe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Wie gesagt, falls ich euch geholfen habe, könnt ihr auch gerne abonnieren. Ist kostenlos und geht auch schnell und einfach, genau wie das Video hier. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.